Servus Leute, willkommen. Ja, und ein Huster, ey, gleich auf Serax Kanal gehen und ihn Sorry, loben. es hat gekratzt. Und ihn vergewaltigen, ja. Nein, ich wollte eigentlich sagen und ihn haten, aber das wäre dumm. Das wäre echt dumm. Wäre vergewaltigen ihn dumm? Nee, vergewaltigen, das geht, aber haten, nee, das geht natürlich nicht. Ja, klar, mich vergewaltigen. Das macht schon der Okay, Silver Surfer. dann komme ich vorbei, Serax. Auf dem zippernden Longboard mit so Rumpspray oder sowas. Auf jeden Fall willkommen zurück zu Crash Bandicoot mit D-Twist Simon und Furious Serax, hieß er, glaube ich. Ich glaube auch, dass das Serax hieß. Ja, Das war Serax auf einfach jeden mal. Ja, das ist doch unwichtig. D-Twist Serax und Serious Simon. Ich serious, ich bin furious. Ja. Was Ich bin niemals serious. heißt Furious überhaupt? Zornig. Also Das lo ist lobenswerter Serax. nicht lobenswert, aber. Okay. Daneben Übergott Serax. Ah, das reicht mir auch noch nicht. Chuck Norris, Serax? Nee, Chuck Norris ist ein Dämlack. Geil. Da Endlich. beleidige ich einmal Chuck Norris und es Nichts leckt. gegen Chuck Norris. Ich stehe gerne Chuck Norris hin. Chuck Norris hat eine Faust im Kinn versteckt, unter dem Kinn versteckt. Ich habe drei Fäuste unter dem Kinn versteckt. Ja. Ah ja. Sein Fuß. Chuck Norris hat mich gefressen. Serax sprach, es werde Licht. Chuck Norris antwortete, sag bitte. Also wenn ich sage, es werde Licht, dann brennt die Tastatur. Es lägt die ganze Zeit und ich weiß nicht, woran es liegt. Serax, wann spielst du eigentlich Sunspike? Lag. Morgen? Das ist ja cool. Wenn es nicht so lagen würde, wäre alles in Ordnung. Und Camellia 3 musst du auch noch spielen. Das spielst du auch morgen. Das ist super. Obwohl, nee, Ja, übermorgen. morgen alles bleibt mit der Augenbinde durch, Leute. Ich glaube, Ja. das würde er nicht überleben. Nein! Warum leckt es so bestialisch auf einmal? Es ist ja abartig. Ich weiß, mein Tag heute war auch nicht der allergeilste Crash. Aber trotzdem. Ich Musst du meine, drüber springen, Wolf? was soll ich sagen? Ich habe heute zwei Abonnenten verloren und habe keine Ahnung, warum. Boah, wen interessiert das denn, ob man ab zwei Abonnenten verloren hat oder nicht? Meine Fresse. Du tust es so, als wäre es ein Weltuntergang. Ich habe in letzter Zeit auch drei Abonnenten verloren. Und weißt du was? Es geht mir saftig am Arsch vorbei. Interessiert mich doch nicht. Du hast doch mehr als ich. Also, ich bin auch froh, wenn ich mal kein Videos mache. Sondern es sich immer ein bisschen hält. Mir ist doch egal, weil im Grunde, die meisten Abonnenten abonnieren ja nicht, weil sie das gut finden, sondern die meisten abonnieren einfach nur aus irgendwo Langeweile und ja, deswegen. YOLO. Es laggt so sehr und ich hasse dieses Wort. Es laggt. Es laggt. Es leckt Arsch. Ganz im Ernst, was ist jetzt los? Ja, aber YouTube ist auf jeden Fall eigentlich nur eine Spaßsache. Also Ja, wer wirklich mit dem Hintergrundgedanken auf YouTube kommt und Money oder erfolgreich werden Nein. will, ist ganz falsch. Das stimmt. Ich habe schon gesehen, dass ich falsch gesprungen bin. Wolf wieder auf Sieg besuche. Warum laggt es so übelst auf einmal? Hau ab, Könnte stinkt's schlimmer hier. sein, stell dir vor, es leckt so übelst auf einmal. Ja, das war echt schlimm. Da, Winding Lag. Da ist das Spiel ja unmöglich. Das ist ein Handicap, das hat Simon so eingefädelt, um eine härtere Wolf-Challenge zu kreieren. Das ist Crash Bandicoot Overload im Hard Mode. Ich kann dir mal was Hartes zeigen, wenn du möchtest. Ja, da muss ich nur in meine Hose reingucken. Von was ist es hart geworden, Wolf? Von dem alten Mann da gerade. Wollte ich auch gerade sagen, von der Fresse da, die Wurst, das sieht auch nicht hart geworden. Oh ja. Kann So, und man. jetzt, du kannst nicht speichern, du musst die Sachen am Stück machen. Das heißt, geh jetzt nicht mehr Game Over, spiel weiter und geh nicht Game Over. Nee, ich glaube, ich kann speichern. Allerdings, ja, das, was ich dafür machen muss, ist scheiße. Weil ich muss einen Edelstein einsackeln. Ein Sackeln. Wenn ich mich recht entsinne, ich glaube,
Dings hat sowas gesagt. Hat Benjamin. Naja. Ich glaube, es wäre besser, wenn du einfach nur, dass die Welt zu Ende machst und, ja. Aber naja. Aber die Wildsau twittert mich doch die ganze Zeit. Ja, deswegen ja, dann musst du es erstmal lernen und deswegen, ja, du sollst ja eigentlich auf der Wildsau reiten und dich nicht reiten lassen. Ja, die Wildsau steht auf mich, ich muss ihr doch den Gefallen erwidern. Was würdest du machen, wenn dich eine Wildsau reiten will? Den Spieß möglichst umdrehen. Ich glaube nicht, dass du eine Wildsau reiten möchtest. Ja, lieber reite ich sie als sie mich. Es ist ja quasi der Unterschied zwischen Geben und Nehmen. Serax, der Tierfreund. Ja, ich bin ganz tierlieb. Ich auch. Deswegen habe ich auch eine Katze zu Hause. Ich habe auch eine Katze. Nee, ich habe keine Katze, aber ich hatte früher eine Katze. Also einen Kater und ja. Ich habe auch immer einen Kater nach dem Bier trinken. Ich habe alles mögliche Tier zu Hause. Achso, ich dachte schon, irgendein Emulator. Bug. Und jetzt wieder voll der krasse Sound. So, jetzt wird Quash auch zum Möchtegern Super Saiyajin. Und jetzt erst links lang, genau. Ich hätte auch lieber auf die Bitte getippt. Ja. Ja. Verpiss dich, Schildkröte. Ey, du Turtle. Nix da, Mutter, gehen. So. Lag. Ich meine, Grafik und so weiter sieht schon ganz geil aus, aber. So. Das auf jeden Fall. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's so richtig dumm. Das ist eins der ersten Levels. Das ist das erste Level. Ja, aber ich würde sagen, es ist nicht eins der ersten Levels, es ist das erste Level. Ich muss das schaffen, damit gespeichert wird. Schaffen tust du es bestimmt irgendwie. Irgendwann. Irgendwie fängt irgendwo das Leben an. Einfach nur nicht in den Abgrund fallen. Das ist ein guter Tipp von mir, ne? Gib's ihm hart! Ich hab's zum ersten Mal geschafft. Oh, wenn ich jetzt verrecke. Aber gut, dass du meinen Tipp befolgt hast, nicht zu sterben. Das ist eine gute Idee. Endlich hört er mal auf mich. Yes! Aber ich glaube, es speichert nur die Edelsteine. Es speichert nicht, dass du jetzt, wenn du Gameboy siehst, bist du trotzdem wieder bei dem einen Level. Aber, naja. Oder irre ich mich jetzt? Safe. Oder irre ich mich nicht? Oder irre ich mich nicht? Ich weiß es gar nicht. Safe, ja. Der Tipp von Herrn Benjamin ist Gold wert. Ich habe gespeichert. Jetzt kann die Wildsau mich reiten den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und den Morgen danach auch noch. Nee, ich glaube, dann würde ich irgendwie Frischlinge oder so gebären. Das braucht doch ein paar Wochen. Also ihr wisst ja, ein Frischling ist ein Wildschweinjunges. Okay, komm, schieben wir eine geile Nummer, Wildsau. Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte auch gerade. Wildsau! Du musst ausweichen! Ausweichen! Zum Glück gebe ich immer gute Tipps. Stell dir einfach so Bacon auf Spieße vor. Dann wirst du bestimmt die Spieße da umgehen können. Gut ausgewichen. Stimmt, da war ja was. Das hatte ich vergessen, dass ich da drauf landen muss. Aber ich habe mir jetzt genug Leben. Leben tust du mir geben. Jehovah-Spruch. Das Leben was? Solltest du dir nehmen, wenn es im Level auftaucht. Leben tust du mir geben. Hör auf mit dem schwulen Spruch, der nervt. Dann eben, ich weiß nicht, ich bin gerade krankhaft am Überlegen, mir irgendeinen scheiß Spruch einfallen zu lassen. Nuff! Ich hab's geschafft, geil. Checkpoint. Mut auf, Stäbchen rein, Spinder sein. Alles meins. Gib's hart, Wolf, gib's mir hart! Du schaffst es! Ja, du schaffst es! Du Scheißtyp!
Da versperrt er mir einfach den Weg. Jetzt zeig mal der Wilzer, wo der Hammer hängt. Ich zeig der Wilzer, wo was ganz anderes hängt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da steht der Wilzer drauf, typisch. Ich zeig der Wilzer, wo der Sack hängt. Was? Da muss man entweder drüber springen oder wenn es oben ist, drunter her. Okay, die Wilzer hat ihren Verwandten getroffen. Zu Papa! Papa, du bist am Bratspieß gebraten. Weiß was. Nennt man Nekrophilität oder Wildschwein? Mir ist gerade kein anständiger dummer Vergleich eingefallen. Dafür hast du ja einen Seerat. Wildsau! Oh, Typ! Geil. Er hat's geschafft! Der tanzt für mich. Oh, jetzt geht der Vorhang zu und sie machen ganz private Dinge. Diese war ja ganz easy, Wolf, ne? War ja nicht so schwer. Außer, dass ich zigtausend Projekte am Laufen habe, aber naja. Ist easy. Der Wolf kann das. Ah, wieder das Goofy auf Afrika-Reise, oder wie das hieß. Das Geräusch nämlich. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Nein, weiß ich nicht, keine Angst. Kennst du nicht Goofy? Ja. Ja doch, aber ich weiß nicht, was du, Da gab's so ein... Weg da. Du bist der intelligenteste Wolf, den ich kenne. Verrecke. Sei froh, dass du nicht so doof bist wie der Onkel Wolf. Ah ja. Was ist denn das, was ich da die ganze Zeit wegkicke? Das solltest du einsammeln für Bonus oder sowas. Oder was hast du doch mal vorher gemacht? Ich weiß es nicht. Ja. Warum frisst dieses verfickte Viech mich? Weil du sie nicht getroffen hast. Weg da, Affengesicht. Guckt sie euch an. So ein großer, schwarzer, stacheliger Dildo. Oh, geil. So richtig für Hardcore-Typen. So richtig groß, lang, dick, pulsieren und schwarz und sogar mit Widerhaken, Stacheln. Zum Glück habe ich den Xerax, der diese Art von Niveau, der das Niveau schon hält. Da muss ich das nicht machen. Ja, ich halte hier das Niveau noch oben. Ja, natürlich. Ein Part habe ich genannt Captain Niveau, wir sinken. Von Dingens, wer wird Millionär? Wolf, du klaust meine Sprüche. Den habe ich selbst erfunden und patentieren lassen. Hast du lassen. Gar nicht, den habe ich erfunden, du Vollpfosten. Den habe ich von dir noch nie gehört. Den hast du von mir schon 100 Mal gehört. Ja, vielleicht kann ich mich nur nicht daran erinnern, weil mein Hirn gerade wahrscheinlich wieder draußen von den Füchsen gefressen wird. Wichser. Vorsicht, der schiebt dir eine Nummer, wenn du nicht aufpasst. So. Genauso wie das große, schwarze, lange Ding da oben. Oh, da steht der Wolf drauf. Wow, lag. Es laggt. Pass auf, dass das Feuer nicht von unten kommt. Ja, das wird... Da würde Crash ziemlich warm ums Herz werden. Zuerst warm um die Rosette, würde ich mal sagen. Hat einen heißen Sack. Gebratene Eier. Lecker, gebratene Eier. Ups. Das war... Ja, Wolf, du bist wirklich der intelligenteste Typ. Ich dachte, der zündet erst noch so von 3 nach unten. Hör besser auf zu denken. Also das ist allgemein eine grundlegende Regel Crash Bandicoot. Niemals bei solchen Kisten draufhauen. Und niemals in die grünen Kisten reinrennen. In die grünen? Hat die gleiche Wirkung. Nitro-Kisten, ja. Ich weiß gar nicht, ob es die im ersten Teil schon gibt. Weiß ich auch gerade nicht. Ich kenne den ersten Teil auch noch gar nicht. Ich auch nicht. Komm her.
Das habe ich nicht gemacht. Immerhin hast du da 3 Kisten weggekriegt. Ja, dafür habe ich mein Leben geopfert. Ist doch immerhin was. Ein Leben für 3 Kisten ist doch ein guter Deal. Könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du hättest dein Leben geopfert. Dann die Sprüche waren auch schon mal produktiver. Ich weiß wohl. Ich glaube, die Firma Simon wird nicht mehr mit dem Fortschritt gehen, wenn sie nicht produktiv genug ist. Ah, das wird sich zeigen. Fortschritt ist zu Mainstream. Ja. Wenn ich bloß wüsste, wie das heißt, dass ich mir heute angeguckt habe. Das wäre so eine richtige... Dumm. Gute Arbeit, Wolf. Also du meinst so Hentais, oder? Nee. Seit wann gucke ich Hentai, hä? Aber es wäre so eine richtige Simon-Nummer gewesen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Das handelt davon, dass ein Typ und seine Schwester von dem Vater abhauen und... Ups. Und sie dann als Butler und Dienstmädchen in irgendein reichen Haus anfangen zu schuften. Und die Oberste in dieser Familie ist nur ein bisschen, ja, ich glaube, da muss ich nicht mehr erklären. Ah ja. Wie heißt das noch schnell? Irgendwie, das hat so einen scheiß langen japanischen Namen. Ah ja. Shamemaru Leck. Oh ja, Wolf, gib's mir hart. Leck mich. Du musst übrigens nach oben, Wolf. Nicht. Ich will die Äpfel. Na! Oh, Wolf! Dreckschleuder! Obwohl, eigentlich bin ich hier der größte Dreckschleuder, weil ich fehle. Dann solltest du weniger fehlen. Aha, danke, großer Meister. Ich werde versuchen, den Rat zu beantworten. Du sollst nicht versuchen, tun. Einfach nicht sterben! Das ist. Mehr musst du doch gar nicht machen. Bam, 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 bam. Oh ja, gib's dir hart, gib's hart, oh ja. Das erinnert mich immer an diesen beschissenen Spruch, den Gronkh als Kanalspruch hatte. Dieses, klick mich hart, du Sau. Jedes Mal, wenn ich den Spruch höre, könnte ich kotzen und den würde ich am liebsten verprügeln. Klick mich hart, du Sau. Wie kommt man auf so einen behinderten Spruch, ganz im Ernst? Und vielleicht hat er ein paar Pornos zu viel geschaut. Wolf, warum befolgst du nicht meinen Tipp? Ich hab dir doch den Tipp gegeben, du sollst nicht sterben. Ganz im Ernst, und so einer hat auch noch so viele Abos. Das ist echt. Warum befolgt meinen Tipp nicht? Wolf, befolgt meinen Tipp nicht. Naja, er hat ja nicht wegen dem Spruch so viele Abos. Ja, ich weiß, er hat wegen Minecraft. Ich bin Gronkh, ich spiel gern Minecraft. Wolf, warum hast du dir die Kiste nicht geholt? Hättest du dir die Kiste geholt, hättest du wieder diese Äpfel bekommen und dann hättest du ein Leben bekommen, weil du bist kurz vor. Ne? Ich würde jetzt die Kiste da oben holen, wäre besser. Hallo. Wer? Da hat das Teil schon nach mir gebissen. Die wollte bloß an gewisse Stellen knappern. Nein! Was ist das denn, dieser Moment. Typ hier, die ich dir eine Nummer schenkt? Den kannst du auch von oben, beim Runterfallen von oben. Kannst du den auch damit gehen. Oh. Was machst du da? Ich wollte nur mal was testen. Ganz einfach, du musst sogar nicht mal von dem runter, du kannst auch von oben die Drehung machen. Das geht genau. Irgendwie haben die Teile ein beschissenes Timing. Einfach überspringen, Drehung fertig. Da spricht ja wieder der große Meister. Bist du großer Meister? Ich habe das Spiel seit Jahren nicht mehr gespielt, aber trotzdem, das sieht doch logisch und das ist doch logisch. Nein! So. Das war Overfail. Oh mein Gott. Verpisst euch alle. Ja.
Eine Zugabe, bitte. Sag ich doch, du musst die ganze Welt nochmal von vorne machen. Wolf. Tschüss.